Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Hearthstone und wir gehen ins Solo-Abenteuer Eine Nacht in Karazhan. Ich bin extrem erkältet, würde ich mal so sagen, darum höre ich mich auch ein bisschen schief an. Und nun zum letzten Boss. Geschafft. Öffnet das Portal und das Fest kann beginnen. Der letzte Boss in der Turmspitze in dem Solo-Abenteuer ist befreit Medivh. Und dafür müssen wir Portale öffnen, um ihn zu finden. Und ich habe schon ganz viele unterschiedliche Kämpfe gemacht mit Paladin, mit Magier, mit allem Möglichen. Aber es war echt schwer zu schaffen und dann habe ich meinen Priester gewählt. Ihr werdet sehen jetzt warum. Sie ist noch nicht so schwer. Nasra wird diese mickrige Welt versklaven. Ups, falsches Portal. Wehrt die Orkfrau ab, damit ich es noch einmal versuchen kann. Tyrande gegen Nasra! Kniet nieder vor der Horde! Möge Ilune mir Kraft geben. Also Krieger gegen Priester jetzt im ersten Schritt. Und wir sehen hier gerade, ja, da sind schon relativ hohe Karten dabei, aber ich kann mich ja schon heilen. Tut mir leid. Kümmert euch um sie. Ich versuche in der Zwischenzeit den richtigen Schalter zu finden. Und wir müssen erstmal schaffen, dass sie weg ist. Aber dann geht's weiter, das ist das Problem. Und sie ist auch schon relativ stark. Sie hat also sofort hier, seht ihr, so eine Waffe in der Hand. Dann beschwört sie auch starke Diener. Und ihre, ja, Heldenfähigkeit ist auch nicht zu unterschätzen. So. Heilen wir uns als erstes mal wieder hoch und jetzt kommt bestimmt auch schon ihre Heldenfähigkeit zum Tragen. Für Schwarzfaust. Ein Ork mit 3 Angriff und schon hat sie 6 Schaden da. Das ist natürlich ein bisschen fies und da müssen wir gegenwirken. Am besten erledigt man sie zuerst, bevor man auf die Diener geht, weil sie muss einfach nur sterben, dann verschwinden auch die Diener. Nochmal sorry für meine belegte Stimme, aber so ist das, wenn man erkältet ist. Ihr müsst die Orkfrau zurückdrängen, damit wir ein anderes Portal öffnen können. Ja, das Zurückdrängen haben wir vor und jetzt machen wir mal hier mit dunklem Wahnsinn beide gleichzeitig weg. So, schon hat sie keine Diener mehr. Ich habe aber auch schon nur noch 24 Leben und da kommt schon wieder die nächste starke Waffe mit 4 Angriff. Also auch sie ist schon relativ schwierig. So, jetzt können wir endlich mal was tun. Mit 5 Mana habe ich zum Beispiel eine Spottkarte auf der Hand. Oder, jo, die Affengötzin. Die Elise. Ah, welche nehme ich? Ich nehme erstmal Elise. So. Und könnt jetzt noch mit dem Feuer arbeiten. Tue ich aber erstmal nicht, weil ich ja nicht weiß, ob die erledigt würde. Und Waffe ist zu Ende. Da kommt nochmal ein dicker Schaden. Da kommt noch der nächste dicke Schaden. Und schon ist Elise wieder weg. So schnell kann es gehen. Ein Glück habe ich nicht das innere Feuer noch benutzt. Naja, vielleicht hätte sie dann länger gehalten. Aber mal gucken. Jetzt haben wir 6. Und ich muss irgendwann mal Schaden auf sie machen, sonst wird das nichts. Ich habe nur noch 16 Leben. So, Kampfschrei kriegt selber Schaden, Lichtbrunnen. Ja, erstmal sie hier. Oder ihn hier. So, dann die Heilung. Und das muss es erstmal gewesen sein. So viele Portale. Ich frage mich, wo dieses wohl hinführt. Und er kann auf jeden Fall den Angriff jetzt von dem feindlichen Diener überleben. Ah, okay, geht sofort auf mich. Und das überlebt er wieder nicht. Da hat er schon wieder so einen Zauber. Das ist doch unmöglich. So, und jetzt werde ich geheilt. Kein Diener ist da, so ist das auch gut. Okay, jetzt setzt den Diener. Ja, Angriff des Dieners. Klar, wir geben jetzt erstmal hier mit mehr Leben. So, und jetzt nehmen wir das hier und können 8 Schaden austeilen. Den teilen wir natürlich auf hier aus, damit wir jetzt auch mal langsam ein bisschen im Vorteil sind. Jetzt
versucht, sie, den Diener noch nicht mal ganz zu erledigen. So, und damit ist sie jetzt tot. Das war jetzt natürlich ihr Problem. Jetzt hat sie zwar viele Diener da liegen, aber wir besiegen sie jetzt auch. Jetzt bloß keinen Diener mehr legen, weil sobald sie tot ist, kann es sein, dass all eure Diener zerstört werden. Das werdet ihr da jetzt gleich aber sehen. Also bloß nicht die Diener verbrauchen alle. Und damit haben wir sie weg. Hervorragend. Dann schauen wir doch einmal, ob dieses Portal funktioniert. Nach Karasan zu überprüfen. Genau rechtzeitig zum Fest. Ah, ein Gast. Bitte kümmert euch um den Dämon. Ich werde als Gastgeber auf dem Fest verlangt. Hier, nehmt meinen Stab. Damit könnt ihr die Portale kontrollieren. Passt nur auf, dass ihr keine Kratzer reinmacht. Und es fängt an. 30 zu 14. Und er macht sofort mal heftig Schaden. Ein Glück habe ich starke Diener da liegen. Er lässt die Diener nicht alle sterben sofort. Aber er hat jetzt schon 40 Leben und dann noch seine Heldenfähigkeiten. 6-6er Diener. Also relativ fett, was der sofort in der ersten Runde da hinlegt. Ja, wie können wir jetzt gegen ihn ankommen? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ihn erledigt bekommen. Und ich heile jetzt erstmal hier, ziehe dadurch eine Karte. Dadurch bin ich ein bisschen stärker und bleibe am Leben, wenn ich den da kille. Und gehe jetzt sofort auf ihn, damit ja die Rüstung was abgeht, weggeht. So, und nun, was könnte ich tun? Ich heile mich erstmal komplett hoch mit ihm hier. Jawohl. Und damit habe ich wieder 30 Leben. Und heile auch noch hier meinen Diener. Im Moment sieht es also eigentlich relativ gut aus. Ich höre die Musik, die Medivas, den Festlärm. Das wird meine Nacht. Der Stab von Mediv macht halt... Oh, da ist das, was ich gedacht habe. Er zerstört alle meine Diener. Na super, jetzt habe ich sie hingelegt. Und ihr seht, das ist manchmal gar nicht so toll. Also ist immer die Frage, arbeitet man mit Zaubern oder arbeitet man mit Dienern, die einfach so gekillt werden von ihm. Ja, und der Stab ist auf jeden Fall interessant, weil dadurch, dass man zaubert, kriegt man dann einen Diener. So, und jetzt nutze ich erstmal ihn hier. Und da nehmen wir die Mumienkarte, damit wir ganz viele Diener auf dem Brett haben, gegen die er erstmal was tun muss. Sondern vor den Legionen, die ich befehlige. Sorry für den Sound im Hintergrund. Bei Steam lockt gerade immer einer ein und aus von meinen Kumpels. So. Und das war auch wieder 7 Schaden, einfach mal auf der Waffe. Jetzt müssen wir mal überlegen. Holen wir uns jetzt die Mumien alle oder zaubern wir diesen starken 5er Schadenzauber jetzt? Auf jeden Fall müssen wir seinen Abyssal wegkriegen. Ja, wir machen erstmal den Zauber hier. Und kriegen dadurch einen dicken Diener. Sehr schön. 6 Angriff wieder. Jetzt können wir hier noch einen Spott legen. Und können mich wieder hochheilen. Und jetzt mit ihm natürlich den Abyssal da weghauen, damit der nicht wieder angreifen kann. Da kommt schon der nächste wieder. Und vernichtet meine schöne Karte. Und vernichtet meinen Spott. So schnell kann das gehen. Ist also relativ fies, was der macht. So, und nun nehme ich denn jetzt meine Mumien alle hin? Ich würde sagen, ja. So. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Schaden da liegen. 18 Schaden plus 6. Ja, 24 Schaden habe ich jetzt da liegen. Darum greife ich ihn mal jetzt sofort an. Den Stab nicht benutzen zum Angreifen, sondern nur um diese Zauber zu wirken. So, er greift einmal an. Oh mein Gott, bei Steam nervt es gerade aber wirklich. Und jetzt wird es langsam gefährlich. Jetzt hat er 2 Abyssals da. Ein Glück habe ich noch 30 Leben. Das ist das Gute beim Priester. Aber das ist schon eine harte Nummer. Ich habe also, glaube ich, 9 Kämpfe gebraucht, bis ich den mit dem richtigen erledigt habe. Verbraucht euer gesamtes Mana. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Spott weg. Meine Karte bleibt am Leben. Dann machen wir hier mal den Kleinen weg. So. Meine Mumien erledigen das gerade alles.
Dann noch diesen Abyssal hier. So, ein Abyssal und zwei kleine Wichtel. Jetzt könnten wir noch hier mit Schaden machen. Wir könnten aber auch einen Spott legen. Wir könnten auch... Oh, wir können viel machen. Wir machen mal das hier. So, und da kommt ein dicker Spott von uns. Ein Cartoon, der keinen Schaden macht. Ist natürlich nicht so toll jetzt gewesen. Ich hätte jede Karte gedacht, aber jetzt kein Cartoon. Naja gut, dafür ist aber ein Abyssal wieder weg. War ja ein dicker Spott. So, und da hat er wieder 10 Rüstungen. Jetzt hat er wieder 34 Leben sozusagen. Also, es bleibt schwierig. Und, sehr schön. Jetzt haben wir hier ein Schattenwort tot und das Abyssal ist weg. Und jetzt? Ja, die Heilerin. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal Gottesschild. Einen garantierten Spott mit Gottesschild und die Heilung hier auf ihm. Und weiter geht's. So, damit hat er kein Schild mehr. Wieder 24 zu 30. Oh nein. Und schon wieder mit einem Zauber sofort mein Spott weg. Und schon wieder ein Abyssal da. Der ist aber auch nervig. Und vernichtet einen Diener im nächsten Zug. Ha! Dass er den nimmt, ist ja cool. Ich hätte jetzt gedacht, er nimmt da den ganz linken. Okay, jetzt. Was machen wir? Ich würde sagen, wir nehmen den Tjörster. Der könnte Glück haben. Ne, nehmen wir mal den garantierten Spot wieder. Und den... Ja, den... Die Lichtbrut. Ja. Auf jeden Fall ein paar Diener, ist schon mal ganz wichtig hier. So, und jetzt, wir gehen einfach wieder auf ihn. Er muss ja mit dem Abyssal erstmal am Spott vorbei. Und 17 zu 30. So, diesmal bleibt seiner am Leben. Jetzt hat er schon wieder zwei da liegen. Ist nicht so gut. Und die werden jetzt auch noch viel stärker durch die Wichtel. Ha, jetzt habe ich viel Spott. Haha, so muss das sein. So, zwei Spott, zwei Abyssal. Das dürfte gut hinhauen. Einmal Heilung, kriegen wir eine Karte mehr durch. Und noch ein Spott mit dem Tjörstmeister. Jetzt habe ich ja schon zwei garantierte. Und jawohl, Glück gehabt. Jetzt habe ich drei Spott sogar. Einmal mit Gottesschild. Sehr schön. Und damit hat er jetzt wirklich nur noch vier Leben. Haha, ich glaube, wir haben gewonnen. Ihr seht schon, Diener relativ hoch und Spott ist hier relativ wichtig. So, damit man die Abyssals auch alle tot kriegt. Oh, meine Erkältung kommt immer mehr durch. Und nächste Runde. Er ist tot. Es ist Zeit zu feiern! Jo, Medivh ist richtig gut drauf. Hier gibt es jetzt Malchesars Wichtel. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr eine Karte abwerft. Und Portal Eisenschmiede. Erhalte 4 Rüstung, ruft einen zufälligen Diener herbei. Jo, das ist nicht übel. Und wir sind durch. Jetzt gibt es noch die violette Illusionistin. Während eures Zuges ist euer Heldimon und Prinz Malchesar mischt bei Spielbeginn 5 zusätzliche legendäre Karten in euer Deck. Die Karte hat mittlerweile fast jeder in seinem Deck irgendwie und Medivh der Wächter legt Aitesh an, den Hohstab des Wächters. Naja gut, der Stab war jetzt ganz in Ordnung, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist. So, und bei den Klassenherausforderungen gibt es den Schurken und den Druiden. Ihr habt es geschafft. Kaum zu glauben, dass das Fest rechtzeitig beginnen konnte. Hättet ihr nächste Woche Zeit? Medivh feiert seinen Geburtstag und ich könnte ein wenig Verstärkung gebrauchen. Damit sind wir komplett durch das Abenteuer durch, könnten jetzt noch heroisch machen oder uns noch mal kurz die Herausforderungen anschauen, was es denn da für eine Belohnung gibt, jetzt beim Druidenschurken. Gehen wir mal kurz rein und dann sehen wir,
Hier, die anderen habe ich natürlich schon alle freigeschaltet. Und beim Schurken gibt es jetzt Astraler Hehler. Verringert die Kosten von Klassenkarten außer Schurkenkarten auf eurer Hand um 2. Okay. Und für den Druiden, den Nezzargroll, stellt 6 Leben wieder her, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 6 kostet. Das hört sich gar nicht mal so übel an. Eine Heilkarte mit einer Dienerrufkarte, das ist nicht übel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Bye, bye. Hohoho, it's good to see you again. Pull up a chair by the hearth.